Diese Arbeit von Ivan Capote ist eine meiner persönlichen Lieblingsarbeiten in der gesamten Sammlung. Wir haben an anderer Stelle ja schon gesehen, dass Ivan mit Worten spielt, Dinge wie das Dollarzeichen schon ein bisschen aufs Korn genommen hat vor dem Hintergrund des Blickwinkels. Hier geht er noch einen Schritt weiter. Die Arbeit heißt Power is Powder und es ist eine sehr große Menge an Münzen, die in großer Kleinarbeit zu Münzstaub zerrieben wurden, um dann auf einer Leinwand mit Öl und mit Klebstoff zu einer Arbeit zusammengefügt zu werden, die eben auf die Vergänglichkeit von Macht anspielt, aber eben auch auf die Bedeutung von Geld in Bezug auf Macht. Das heißt hier und in der Präsentation mit der Farbe dahinter natürlich wunderbar gelungen, eine weitere Anspielung darauf, was das System in Kuba zusammenhält oder auch auseinander.